willkommen bei einer neuen Folge von Devil Method, deinem YouTube-Date-Doktor. Heute wieder mit einer Devil Magic-Folge. Ich zeige dir wieder einen coolen Zaubertrick. Und ich würde sagen, legen wir einfach los. Hier. Los geht's. Wir haben hier zwei ganz normale Gummis. Das sind jetzt keine Zaubergummis irgendwie aus Hogwarts von Harry Potter. Nein, das sind ganz normale Gummis aus einem 1-Euro-Shop. Die kriegt man in so einem 50er-Pack. Die kauft man sich dann einmal. Und dann ist man damit sein ganzes Leben lang glücklich mit ganz tollen Gummis versorgt und erfreut sich seines Lebens. Das war Ironie, das muss man immer bei YouTube dazu sagen, weil einige Menschen das einfach nicht kapieren, wenn man ironisch irgendwas vorträgt. Aber okay, fangen wir einfach mal mit der Magie an. Ich nehme einfach mal diesen Gummi hier, diesen gelben, über Zeigefinger und Mittelfinger. Dann nehme ich hier den roten. Und spann den mal so netzartig verschlungen über die anderen Finger. So, dass hier so eine Art Barriere entsteht, ja? Die diese Gummis einfach mal von den anderen Fingern abtrennt. Gut, jetzt gucken wir nochmal, ob hier alles sitzt. Okay. Alles fest. Und jetzt ist der Gummi hier. Und jetzt ist er dort. Wie geht das denn? Okay, sehr strange. Hier ist alles fest. Und hier ist auch alles fest. Mal gucken. Na gut. Egal. So, jetzt ist der Gummi hier. Wie geht das denn? Wie funktioniert dieses ganze Ding? Dieser Trick ist super cool. Ich liebe ihn einfach. Es macht einfach Spaß, den anderen Menschen zu zeigen. Und sie einfach total rätseln, wie geht das, wie hat er das gemacht und so weiter. Und das Geile ist, da kommt einfach keiner drauf. Okay, also als erstes nehmen wir den Gummi hier zwischen Zeigefinger und Mittelfinger. So, und ich zeige es jetzt einfach mal ohne diese Barriere erstmal. Dann machen wir diese Barriere hier rauf und dann ziehen wir hier dran. Ziehen nach links, wir ziehen nach rechts. Dann gehen wir hier einmal unten drum. Ziehen hier lang, ziehen hier lang. Dann machen wir eine Faust und lassen das Gummi schnippen. So, jetzt ist das Gummiband hier. Von vorne sieht es aber so aus, als ob wir das Gummiband nur über die zwei Finger haben. Wenn man dann die Faust ganz langsam öffnet, sieht man, wie es hier lang geht. Zack. Ich glaube, das war ganz gut erkennlich. Erkennlich, ist das überhaupt ein Wort? Ich glaube nicht. Erkennbar. Okay. Devils neue Wortkomposition. Okay. Also wie gesagt, einfach hier ziehen, die Faust machen, loslassen und dann zack. So. Das alleine würde aber nicht so effektvoll aussehen. Deswegen nimmt man sich einen weiteren Gummi und spinnt den hier so netzartig über seine Finger. Das Ganze sieht dann natürlich so aus von wegen, okay, also da kann ja nichts passieren, weil das Gummi, der kommt ja gar nicht hier vorbei. Da ist dann Schluss. So, ist einfach viel effektvoller. Dann sagt man wieder, ja, hier, alles fest soweit, gucken ist hier auch alles fest. Ja, okay, dann kann es ja losgehen. Der Gummi ist jetzt hier und dann zack. Da kommt einfach keiner drauf, dass man dann hier einfach nur zack, dann hier wieder schließt und die Hand ganz langsam aufmacht. Sehr cooler Trick, macht sehr viel Spaß. Die Leute sind auch immer sehr erstaunt. Einfach geile Sache. Probier es aus, hab Spaß damit und schreib unter die Kommentare, wie es bei dir gelaufen ist. Ja, viel Spaß damit. Ja, du weißt jetzt, wie es funktioniert. Viel Spaß beim Ausprobieren. Schreib doch einfach mal unter die Kommentare, wie es so gelaufen ist, wie der Trick so ankam. Ansonsten kann ich dir nur meinen Kanal empfehlen. Da geht es halt um die Verführungskunst und nicht nur um Magic-Videos. Ja, viel Spaß damit. Abonnier nicht vergessen. Love, Peace and Rock'n'Roll. Bis dann. Ciao.